Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, neben mir Udo Kamps, ein Speyer, den es jetzt hier oben auf den Hunsrück verschlagen hat. Orgelcenter Hunsrück, aber eines eigentlich nicht nur Hunsrück, sondern der größten Orgelcenter Europas. Udo, ehemals Karnevalsprinz, man erfüllt sich seine Wünsche und wir stehen hier vor dem Weihnachtsbaum. Ich habe eben in eurem Auditorium und auch in deinem Vorführraum gesehen, es ist schon so ein bisschen wie Weihnachten, was du hier hast. Ja, ich glaube schon, denn wir haben mit unserem großen Sortiment, du sagtest ja, größtes Orgelstudio in Europa, haben wir eine große Palette an Instrumenten hier stehen und das stellt schon einen gewissen Wert dar, ganz klar. Und wir haben das große Glück, hier Hobby und Beruf zusammen auszuüben oder zu vereinen. Und das macht einen tierischen Spaß hier in Halsenbach. Und hier war auch ganz früher eine andere Firma drin. Aber seit 2,5 Jahren gehört mir das Studio und bin sehr zufrieden mit der Entwicklung und hoffe, dass es so weitergeht. Ich denke, wir dürfen den Namen ruhig nennen. Es war halt früher Versi. Versi hat auch immer noch einen guten Namen. Dann gab es damals ja so vor 25, 30 Jahren, große Konkurrent war Dr. Böhm und die Orgeln vertreibt ihr jetzt hier auch. Ja, das ist das besonders Schöne daran. Früher ganz starke Konkurrenten und heute ist unter anderem die Firma Böhm mit hier in diesem Studio im Orgelcenter Hunsrück. Richtig. Und du spielst nicht nur selber, sondern du hast auch ganz hochkarätige Organisten, Pianisten als Vorführer hier. Ja, die werden wir später auch mal hören, mit Sicherheit, oder eine Auswahl davon. Das ist einmal der Mark Vale, der auch zu der Top 5 in Europa gehört. Franz Lambert dürfte den meisten auch bekannt sein, der ja schon aus der Versi-Zeit sehr bekannt ist und auch heute noch dem Haus auch hier verbunden ist. Auch schon mal unsere Orla-Orgel mit eingesetzt hat und dann auch Robert Bartha, ist der Komponist der Klitschko-Hymne. Also da habe ich schon ein paar Leute an der Hand, ja. Dann lassen Sie uns mal ein bisschen dem Mark Vale zuhören.
Stichwort war eben Franz Lambert und Versi. Wir stehen hier vor einer Orgel, die was ganz Besonderes ist. Ja, dieses Instrument ist ein Einzelstück. Und zwar stand diese Orgel 1978 beim WM-Spiel Deutschland-Österreich, das hat Deutschland ja leider verloren, auf dem Spielfeld in Argentinien. Und Franz Lambert spielte damals für die deutsche Nationalelf während der WM im Trainingslager. Und heute steht die Orgel hier in Halsenbach. Und man sieht auch hier oben die vielen Unterschriften der damaligen Nationalspieler oder Jupp Derwall, Franz Beckenbauer, Berti Vogts, Sepp Maier, wie sie alle hießen. Und die Orgel haben wir hier als Ausstellungsstück stehen, wollen sie eigentlich nicht verkaufen. Und irgendwann werden wir sie mal dem Deutschen Fußballbund fürs neue Museum spenden. Wir stehen jetzt auf der Bühne des Auditoriums. Es sind im Moment keine Zuhörer da, aber es würden jede Menge Leute hier reinpassen, gell? Ja, wir kriegen also hier 280 bei Theaterbestuhlung, 280 Gäste oder Zuschauer. Und wenn wir einen Galaabend machen, den wir auch mehrmals im Jahr hier durchführen, dann können wir bis 120 Leute auf dem Saal und auf der Empore unterbringen. Und wir machen regelmäßig solche Veranstaltungen, ob Konzerte oder Galaabende, weil wir hier einfach unsere Kunden optimal musikalisch betreuen können. Mhm. Verkaufen wir dadurch natürlich auch, das ist ja Sinn der Sache. Und man kann aber auch diese Räumlichkeiten hier anmieten. Vereine, die nutzen das auch schon ganz gut. Und von der Seite her sind wir auch richtig stolz auf diese Räumlichkeit, die in der Region eigentlich seinesgleichen sucht. Setzt du dich auch schon mal nachmittags einfach hier rein und spielst so für dich hin? Ja, so 10 Minuten, 15 Minuten am Tag setze ich mich selbst noch mal hier so dran. Zwischendurch brauche ich das auch, denn Musik lenkt ab von Kummer und Sorgen, wie man so schön sagt. Man kann aber auch schön dabei nachdenken in andere Richtungen. Und da brauche ich 10 Minuten, Viertelstunde am Tag. Und dann bin ich wieder der Udo Kamps, den man mich als Prinz vielleicht auch kennengelernt hat. Ja, und auch als Musiker. Ich meine, Musik war eigentlich schon immer dein Leben, ne? Ja, ich habe seit meinem 6. Lebensjahr erstmal in einem Musikverein in Bobhardt damals unter Pitt Scholtes gespielt über viele Jahre. Und irgendwann kam ich nach Hause im 14. Lebensjahr. Mein Vater schenkte mir dann eine kleine Orgel, eine italienische Orgel. Da sind wir vielleicht beim Thema. Mhm. Diese Orgeln, die man hier sieht, oder einige davon, sind von der Firma Orla und das ist ein italienischer Anbieter. Und dafür habe ich deutschlandweit und auch die Benelux-Länder sind dabei, exklusiv Vertriebsrechte. Und muss ich sagen, bin da sehr zufrieden mit dieser Entwicklung bei Orla. Und die andere Firma Böhm, die ja noch mit hier im Spiel ist, die vertreiben wir und die werden produziert in Deutschland oben in Minden. Und dann habe ich ja noch den Vertrieb dieser legendären amerikanischen Orgeln Lauri. Das sind die Orgeln mit diesen vielen Lämpchen. Das ist typisch amerikanisch, aber es ist schon eine tolle Sache.
Und du erzähltest eben, das ist diese sogenannte 100.000-Marx-Orgel. Ja, die Orgel hatte jetzt im Jahr 2001, also gerade 11, 12 Jahre her, 100.000 Mark gekostet, war die teuerste elektronische Orgel der Welt. Und die steht jetzt bei mir hier im Orgelzentrum. Unverkäuflich oder was müsste man hinblättern, wenn man die jetzt haben möchte? Ja, wie bei den Autos, man kann schon mal ein bisschen Wertverlust haben. So eine Orgel kann man heute knapp unter 10.000 Euro bekommen, ja. Gut, wir sprechen auch heute gar nicht über Preise, aber was mich interessieren würde, was ist die Käuferschicht, die heute noch elektronische Orgeln kauft? Also es gibt noch sehr viele. Gerade die letzten 3, 4 Jahre hat die Orgel auch eine Wiedergeburt erlebt. Wir wurden mal eine Zeit lang von Keyboards, einmanualigen Geräten, abgelöst, ist aber seit 3, 4 Jahren wieder am Kommen. Und die Käuferschicht ist halt 50, 55 plus. Die Leute werden älter, sehr schön für uns. Und wir haben auch 90-Jährige, 88-Jährige in unserem Kundenkreis und nicht gerade wenig. Und das sind einfach die Leute, die auch in der goldenen Zeit der Orgel der 60er, 70er, 80er Jahre damit groß geworden sind. Und die kommen heute europaweit zu uns. Die für sich selbst spielen und nicht unbedingt als Alleinunterhalter das jetzt auf eine Bühne schleppen. Nee, wir Alleinunterhalter oder wir kennen das ja, sollte so leicht wie möglich sein. Das sind alles Privatleute, die auch Autodidakten sind, oft gar keinen Unterricht hatten, die also richtig einfach nur Spaß haben wollen. Und dieser Trend ist wieder in. Oder dieser Trend kommt. So. Eine neue Zielgruppe hat sich jetzt aufgetan, hast du mir im Vorgespräch eben erzählt. Frauen, die Musik machen. Ja, es gibt immer mehr Frauen, die sich trauen, selbst ein bisschen das Zepter in die Hand zu nehmen, musikalisch gesehen. Und die jetzt mit Orgeln oder mit unseren neuen Produkten, mit E-Pianos beginnen. Man wird abgelenkt, man kann mal ein Problemchen verdrängen, zumindest für eine gewisse Zeit. Es ist gut für die Fingerchen, es ist gut für das Hirn. Und wie gesagt, da kommen erstaunlicherweise oder Gott sei Dank auch immer mehr Frauen ins Spiel. Also die Frauenquote wird erhöht, passt ja jetzt auch ein bisschen politisch. Sind das vielleicht auch Mütter dann von Kindern, die in der Musikschule Unterricht haben, wo die Eltern dann einfach sagen, das ist für mich jetzt so ein Anlass, da auch nochmal meine alten Klavierhefte rauszuholen und mit Musik zu machen? Ja, Mütter sind es auch, aber noch mehr sind es die Omas der Kinder. Ach so. Denn wie gesagt, so 55, 60 aufwärts ist man, das sind die Kinder nicht mehr so oft im Grundschulalter, aber die Omas, wie gesagt, aber jetzt nicht nur Omas, das machen auch die Opas oder Ehemänner, Väter, die gehen wieder ran an so ein Instrument und haben enormen Spaß, weil man schon nach wenigen Stunden den Erfolg merkt. Es ist anders wie bei einem Trompeter oder bei einem Schlagzeugspieler. Man muss sich vorstellen, der Junge oder die Oma sitzt am Schlagzeug im Wohnzimmer. Das klingt schlimm und laut. Und hier hat man immer die Möglichkeit, mit Kopfhörer und mit einem warmen, weichen Klang seinem Geschmack näher zu kommen. Thank you.
Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch, wünsche dir noch ganz viel Erfolg hier oben und Dankeschön. Ich denke, wir werden uns noch öfter mal sehen. Das wäre schön und es wäre auch schön, wenn die Zuschauer, einige von denen, die mich kennen oder hier vielleicht das Geschäft noch nicht kennen, einfach mal auf einen Besuch vorbeikommen. Kaffee, Schnittchen und Schinken, Spargelröllchen haben wir immer da. Vielen Dank. Danke auch.